Hey, ich bin der Dominik von Backcountry Expeditions und bei mir auf der Webseite gibt es zwar schon eine ganze Menge Rezensionen über Hundeartikel, ja, also das heißt spezielle Outdoor-Ausrüstung für Hunde, aber tatsächlich ist mir aufgefallen, habe ich noch gar kein entsprechendes Video speziell darüber, ja, und das wollte ich jetzt mal nachholen. Nach vielen Jahren mit dem Hund am Fahrrad, das sind schon fast 7, würde ich mal sagen, ja. Und diversen Konstruktionen, die ich mir da ausprobiert habe, habe ich tatsächlich ausnahmsweise auch mal etwas fertig gekauft. Und in dem Fall handelt es sich um eine Bike-Antenne. Ja. Das Ganze wird hier am Fahrrad, am Vorderrohr befestigt. Und passend dazu, also das ist nicht alles ein Set, aber das kann man sich natürlich zusammenstellen, ja, eine entsprechende Joring, kann man das nennen, ja, Leine, also das heißt eine sehr stabile Leine mit Gummizug, ja, mit einem Expander-Element inklusive, ja, um den Ruck beim Hund herauszunehmen. Und hier, mach mal einen Sitz. Komm mal hoch. So ist es fein, komm mal hier ein bisschen hierher. Und passend dazu, ihr seht das, noch ein schickes Laufgeschirr. Es ist ein ganz spezielles Zuggeschirr, wo der Rücken frei ist. Ja. Ja, dreh ich mal ein bisschen rum. Ja, so ist es fein. Ein bisschen rum. Rum, Eli. Mach mal rum. So ist es fein. Ja. Und es funktioniert dann ganz einfach. Ja. Der Karabiner wird hier hinten nur eingehakt. Und dann geht die Sache los. Er darf sich jetzt mal so hinsetzen, denn er ist in jedem Fall Held des Videos. Er steht in diesem Film mal im Mittelpunkt, nicht wie sonst immer hinten dran. Jetzt bin ich mal hinten dran, wie ihr das seht, ja. Und ich werde das Video so gestalten, dass ich verschiedene Fahrten mache, die ich sonst auch mache, normalerweise ohne Antenne, halt diesmal mit, ja, um euch zu zeigen, wie diese ganze Konstruktion bei einem, würde ich doch mal behaupten, relativ aktiven Hund reagiert. Ja. Es wird ein paar Strecken durch den Wald gehen. Das heißt, ein enger, schmaler Pfad mit Bäumen, ja, denn wenn man das Ganze auf offenem Feldweg als auch dann nachher auf Asphalt, ja, und ganz speziell wird dann auch die Auflösung kommen, warum ich keine Schuhe mehr trage. Denn ausnahmsweise habe ich den Vorspann einmal nach unserer Ausfahrt gedreht. Das heißt also, ich weiß schon, was passiert. Und ihr dürft gespannt sein. Ich hoffe also, es ist ein wenig unterhaltsam. Und dennoch natürlich soll die Antenne, um die geht es ja hier in diesem Video, nicht zu kurz kommen. Und wie immer bei mir wird es dann natürlich noch eine entsprechende Produktrezension geben. Den Link packe ich dann unten in die Videobeschreibung rein. Hier soll es allerdings, wie gesagt, nur um den ersten Eindruck gehen. Das ist also kein Langzeittest, sondern ausnahmsweise auch für uns beide mal etwas ganz Neues. Und dann wünschen wir beide euch jetzt viel Spaß beim Ansehen. Ne? Langsam los. Alles fit? Na denn? Vielleicht.
nie leid. Lauf! Links! Das ist jetzt heute unsere zweite Fahrt mit der Bike-Antenne und mit dem dazugehörigen, beziehungsweise ich finde doch recht passenden Geschirr. Ich zeige euch das gute Stück mal, wie das hier aufgebaut ist, beziehungsweise wie ich es montiert habe. Relativ simpel, über einen U-Bügel hier und dann mit einem Verschluss. Die Antenne lässt sich leicht abnehmen, indem ich dann einfach diesen Stift hier rausziehe. Die Verbindung ist Kunststoff, ja, Kunststoff zu Aluminium. Und dann kann ich sie abnehmen. Ne? Muss ich hier bloß noch die Leine jetzt rausnehmen. Und genauso schnell ist das Ganze auch montiert. Einfach Stift durchstecken, sichern, fertig. Die Leine ist in dem Fall natürlich, wie sich das gehört, mit einem Expander-Element. Ja? Also dieses Stück hier hat einen Gummizug drin. Das heißt, wenn man hier zieht, dürfte klar sein, das Ganze sozusagen ruckfrei für den Hund. Und denn ihr seht das ja schon vom Rad aus jetzt, die Leine ist ziemlich lang nach vorne, in jedem Fall mehr als ausreichend. Gar kein Problem, denke ich. Ja. Und hat auch hier am Ende einen wunderschönen Messingkarabiner. Ja. Der ist wirklich sehr wertig gearbeitet, beziehungsweise der gibt dir auch Vertrauen. Ich fahre hier heute noch mit Brille. Gestern war unsere erste Fahrt. Folgenden Hintergrund, also Schutzbrille sozusagen. Ne? Der Hund läuft jetzt seit... Eli, komm mal her. Ich will mal kurz das Geschirr zu zeigen. Ne, das sitzt also auch wirklich wunderbar. Da kann man nicht meckern. Der Hund, der läuft... jetzt seit 7 Jahren tatsächlich schon immer in verschiedenen Konstruktionen am Fahrrad. Und wir haben uns angewöhnt, beziehungsweise er hat das natürlich auch sich angelernt, leicht versetzt rechts vor dem Rad zu laufen. Ja? Also das heißt nicht genau mittig, sondern mit Versatz. Die Sache hat mehrere Vorteile. Unter anderem, wenn wir an der Straße fahren, das heißt, ich fahre auf der Straße, dann soll er nicht permanent auf dem Asphalt laufen, sondern möglichst halt auf dem Grünstreifen, wenn da einer ist,
Oder aber auch, wenn ich auf der Straße fahre und wir sind in der Stadt unterwegs, dass er auf dem erhöhten Bordstein, das heißt dem Geh- oder Radweg, läuft. Das funktioniert wunderbar und wie gesagt, dafür braucht er dann halt den leichten Versatz. Und natürlich auch nicht ganz unwichtig, womit er sich das auch angelernt hat. Wir hatten ja durchaus einige Unfälle, freiwillige, unfreiwillige Stürze sozusagen, ne? Und da macht es sich dann einfach besser, wenn er mit Versatz neben dem bzw. mit Versatz vor dem Rad läuft, sodass er dann im Prinzip aus dem Gefahrenbereich auch raus ist. Ja, wie gesagt, bei allen anderen vorherigen Konstruktionen war das mehr oder weniger kein Problem, beziehungsweise war das sogar von großem Vorteil. Jetzt mit der neuen Bike-Antenne und dem deutlich längeren Seil ist es eigentlich nicht mehr notwendig. Zumindest nicht, wenn wir wie hier jeden Tag, das ist ja das meiste, was wir machen, im Prinzip Offroad fahren. Ja? Keine Stadt, kein Asphalt, kein Verkehr, meistens auch keine anderen Menschen. Dann könnte er theoretisch natürlich ruhig mittig vor dem Rad laufen. Wie gesagt, jetzt hat er das aber schon seit ein paar Jahren anders gemacht. Und ich hatte gestern den ersten Versuch sozusagen, ja, und habe damit da, weil ich das schon wusste, ich konnte es mir natürlich denken, ja, habe ein bisschen so mit einer Angel ihn ein bisschen korrigiert während des Laufens, dass er ein bisschen nach links rüberkommt. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen, kann man sich vorstellen. Und der Grund der Brille, ich fahre mit dem Hund so gut wie fast immer Fahrrad mit Schutzbrille. Jetzt ist es fast schon Abenddämmerung, also es geht auf 20 Uhr zu. Es ist nicht mehr ganz so hell, dass ich jetzt eine getönte Sonnenbrille bräuchte, aber dennoch eine klare ist notwendig. Und gerade jetzt kommt der Punkt, habe ich festgestellt, bei dieser längeren Leine. In der Regel war es so, dass die Leine hier 1,50 Meter lang ist, ja, und das, was der Hund hinten hochwirft, ja, also von den Hinterläufen, und das ist nicht gerade wenig bei dem Vortrieb, den er macht, ja, das kam dann meistens erst so hinter mir wieder hoch. Jetzt ist die Leine natürlich dementsprechend länger. Ja. Der Hund läuft so weit vor dem Rad, dass alles, was jetzt hochkommt, genau in mein Gesicht fliegt. Ja. Das heißt, mit dieser jetzt im Vergleich längeren Leine bin ich voll im Gefahrenbereich. Und daher ist eine Brille jetzt bei dieser Kombination für mich und ihn zumindest auf jeden Fall Pflicht. Ja, und dann werden wir euch jetzt noch mal ein paar Eindrücke geben am Rad. Eli, komm mal her. Komm her. Na hier. Die Sache ist auch sehr fix angelegt, ja. Karabiner hinten rein. Und los kann's gehen. Ja. Ich montiere euch hier oben wieder in die obere GoPro-Halterung und wechsle dann die Perspektive auch mal wieder zu der unteren. Na denn, hau rein! Los geht's! Lauf!
rein. Ja! Na komm her, Dicke. Hochwasser. Ja, also normalerweise ist die Elbe nicht so hoch. Aber wir haben hier gute Bremsen, ne? Ah, das sind in jedem Fall 70 cm, würde ich sagen. Also 60 mit Muss. Wir versuchen es trotzdem mal. Ja, aber mal gucken, ob wir da durchkommen, ne? Ei, Herr Junge, wirklich Spaß. Und die Elbe! Ja! Oh nein, das... Hier ist zu viel Strömung. Die Elbe, das wird nichts ganz. Wir haben einfach viel zu viel Strömung. Aber man sieht auch noch mal, das Geschirr hier, ja, ist wirklich sehr robust, schmutzunempfindlich und natürlich auch Wasser kann dem halt gar nichts anhaben. Das mag ich halt an meinen Hunde-Outdoor-Produkten grundsätzlich. Also darauf achte ich halt, dass sie möglichst robust sind. Das Ganze hat jetzt einmal geklappt. Versuchen wir es gleich noch einmal zurück, ne? Das ist die Elbe.
jetzt wird's lustig. Langsam, ja. Hallo. Hallo. Mit ihm würde ich das nicht versuchen. Schau mal her, Ila. Hier, an Strippi. Hey, hier. So, Ila. Lass langsam jucken. War uns mal ein bisschen trocken hier. Hey! Hau rein, Eli! Hoch da! Ho, Riedel, ho! Halt! Ich kipp mir erstmal das Wasser aus den Füßen und dann geht's weiter. Zeige ich euch, wie das Ganze auf Asphalt hier läuft. Ja, das war die kleine Wassernummer. Ihr seht ja, Schuhe sind etwas ausgekippt. Und dann zeige ich euch jetzt mal hier im schönen Biosphärenreservat Elbe, beziehungsweise Landschaftsschutzgebiet, wie sich das Ganze mit der Bike-Antenne auf Asphalt läuft. Ne? Ihr habt das ja vielleicht schon ein paar Mal bemerkt. Der Hund läuft natürlich rechts mit Versatz. Das heißt, er wird in jedem Fall versuchen, hier auf dem Grünstreifen zu laufen, um sich natürlich Pfoten, Gelenke und so weiter zu schonen. Würden wir, wenn wir die Wahl hätten, und barfuß laufen, das ist ja der Punkt daran, auch eher den weicheren Boden bevorzugen, verständlicherweise. Ja? Nichtsdestotrotz, das Ganze jetzt, wie gesagt, hier auf Asphalt ebenfalls wieder mit wechselnder Perspektive. Ah, Eli, bist du soweit? Ihn brauche ich gar nicht fragen. So, wir gehen jetzt mal ganz langsam los. Schön langsam, Eli. Schön langsam. Und dann ruhig ein bisschen schneller. Bisschen schneller, Eli. Ja. Und jetzt geht's volle Fahrt los. Oh.
und rechts runter. Ja. Ja, ich bin jetzt mal ganz mutig. Also definitiv nicht zur Nachahmung empfohlen, was ich hier tue. Ja, in die Kamera gucken mit lockerem Seil. Das kann auch ganz schnell zu einem Sturz führen. Aber jetzt kann ich mir das, denke ich, ruhig mal erlauben. Eli ist ein wenig aus der Puste. Er braucht 2 Minuten Regeneration. Die nutze ich dann auch gleich mal für ein entsprechendes Feedback, um euch zu zeigen, was ich meine bezüglich der Montage der Antenne, die ja bei mir leicht nach rechts steht. Zeige ich das mal von oben. Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Wenn ich jetzt genau gerade fahre, also jetzt wäre das der Lenker gerade, seht ihr das ja, sie hat einen leichten Rechtsknick drin. Ja? Ich habe die Antenne also minimal nach rechts gesetzt, damit das Seil dann bei Zug auch wieder halbwegs gerade ist, wenn halt Last durch den Hund drauf ist. Und ansonsten, denke ich, habt ihr auch gesehen, was bei Richtungswechseln passiert. Ich habe das also mit Absicht mal demonstriert, ja, abrupte Richtungswechsel. Bis zu einem gewissen Grad geht die Antenne durch das Federelement natürlich mit, das heißt, gibt nach. Ja. Also wenn der Hund oder halt natürlich auch ihr als Fahrer abrupte Richtungswechsel macht, dann sollte das in der Regel kein Problem sein. Natürlich, solange sich das halbwegs in Grenzen hält. Das war jetzt unsere zweite Ausfahrt und der erste Eindruck der Bike-Antenne mit Hund. Und ich denke, es wird jetzt noch ein paar weitere Impressionen im Laufe der Nutzung geben. Hau rein, Eli! Lauf! Wie der Wind! Ja! Und Sprung! Kraft hast, kannst du hier wieder an der Antenne kommen.